So, liebe Leute, das Essen ist vorüber und der großartige Santiago Ziesmer sitzt jetzt direkt neben mir. Ja, und ich habe ihn gebeten, mal für mich den SpongeBob zu machen und er hat gesagt, ja, er macht es. Ja, diese kleine gelbe Schwarm mit ganz lieben Grüßen aus Bikini Bottom von mir und all meinen Freunden. Tschüss! Dankeschön. Wo ist der Patrick? Ich bin hier. Ja, unter dem Stein. Hallo SpongeBob. Ich bin ja gespannt, wann die ersten Folgen mit der neuen Stimme von dem Patrick kommen. Keine Ahnung, ich gucke es nun wirklich nicht aktiv. Ich weiß mich auch nicht, ich kriege auch keine Informationen. Und ich warte mal ab, bis die neuen DVDs raus sind. Und dann habe ich ja die Folgen sowieso immer. Ich habe auch nicht die Zeit, dann zu gucken, wenn das dann läuft. Hast du die alle zu Hause? Bitte? Hast du die Folgen alle zu Hause? Sammelst du das? Ich habe ja die ganzen von Nickelodeon, die ganzen DVDs. Bekommst du die geschenkt oder kaufst du die selber? Was? Sogenannte Belegexemplare. Ah. Aber auch immer nur ein. Ja. Aber früher hast du von den Produktionen dann immer von so einer Folge oder einem Hörspiel immer so einen Satz, so 10 Stück oder so, auch als Werbung. Heute gibt es, wenn man Glück hat, eine. Ne? Aber die müssen alle. Nee, es ist das so schnell. Also,